Positionierung bezüglich der Standesvertretung der Ärztekammer, Zahnärztekammer. Wieso mache ich dieses Video? Ich habe gestern im Servus TV eine Gesprächsrunde gesehen, wo also der Ärztekammerpräsident sprach und über Dinge sprach, die ich so als meine Standesvertretung nicht für mich als Arzt, als Einzelperson umgelegt haben möchte. Und deswegen hier diese Klarstellung. Diese Klarstellung dient aber nicht dem Streit. Diese Klarstellung dient auch nicht, dass ich die Bevölkerung spalten will oder irgendein Virus oder eine Pandemie kleinreden will. Jede Pandemie, wenn sie vorhanden ist, muss ernst genommen werden. Jedes menschliche Problem, Schicksal muss ernst genommen werden. Aber die Frage ist, dass das, was wir hier hören, ob das auch den Grundsätzen, die wir auf den Universitäten lernen, entspricht, ob das den Grundsätzen von Ethik, Moral entspricht und deswegen hier diese Klarstellung. Der erste Teil der Klarstellung ist das Anführen von allen Punkten, die seit am Beginn an offen sind. Das heißt, wir klären so seit Mitte Jänner, Ende Jänner über Corona auf und seit Anfang an haben wir in den Videos immer wieder diese Themen thematisiert. Das haben wir mit Screenshots belegt, das haben wir mit den Videos, die jetzt in einer Blockchain sind, man kann sie nicht verändern, das kann man also alles belegen. Diese Analyse möchte ich niemals über meine Meinung reden, weil meine Meinung sagt überhaupt nichts aus, die ist fehleranfällig. Was war meine Meinung mit 5 Jahren, mit 10 Jahren, mit 15 Jahren, zum Beispiel zum Thema Weihnachten? Da kann man eigentlich nur festhalten, dass ich ein ständiger Wandel bin und deswegen lohnt es sich nicht, über Meinungen zu reden, aber ich möchte über Muster reden. Natürlich kann es sein, weil ich die Muster durch mein persönliches Ego wahrnehme, dass ich hier Fehler mache, deswegen mache ich das auch öffentlich und ich bitte jeden, der ein anderes Muster erkennt, mir das mit freundlich mitzuteilen, per E-Mail, per SMS, egal, ich bin auf vielen Kanälen erreichbar. Ich würde aber auch bitten, dass man nicht in dieses Muster verfällt, if you cannot attack the data, then attack the person, it is easier. Das habe ich gestern bei dieser Diskussionsrunde seitens des Ärztekammerpräsidenten erlebt und es macht mich schon sehr nachdenklich, dass je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, umso aggressiver wird sie gegen jene, die sie versucht auszusprechen. Und da niemand die Wahrheit für sich gepachtet hat, wir aber durch die Vernetzung zu dieser Wahrheit kommen können, indem wir Eindrücke tauschen, indem wir uns miteinander die Erfahrungen erzählen. Deswegen hier jetzt diese Klarstellung. Gut, öffentlich. Gut, was war seit Anbeginn an, was zum Nachdenken anregen sollte? Dass man erzählt bekommen hat von öffentlicher Seite, dass also ein Augenarzt, ein Ophthalmologe bei einem 80-jährigen Grippekranken eine PCR-Untersuchung in Gang setzt. Das ist etwas, das macht kein Augenarzt. Das sind Untersuchungen, die stehen nicht auf seinem Leistungskatalog, die kann er nicht abrechnen. Das ist etwas sehr, sehr Untypisches und kommt in der Praxis so nie vor. Der nächste Punkt, was dann auch sehr nachdenklich gemacht hat, dass die chinesische Regierung, die ja normalerweise dafür bekannt ist, oder so wird sie in Europa auch dargestellt, dass sie sehr restriktiv handelt, wieso die chinesische Regierung bei 200 Toten plötzlich die WHO verständigt und das in einer Millionenstadt. Das heißt, das waren so die ersten Kontaktpunkte mit dem Thema Corona, die eigentlich einen jeden, der ein bisschen Geopolitik oder der ein bisschen medizinisches Grundverständnis hat, zum Nachdenken anregen sollten. Dann die weitere Frage, die von Anfang an auch gestellt wird, wieso hat man von Anfang an immer nur eine PCR eingesetzt, eine Polymerase-Kettenreaktion, Untersuchung, die eigentlich etwas unter der Nachweisgrenze erst im Labor vervielfacht und es so sichtbar macht, wo man doch weiß, dass man die meisten Viren sowieso beim Menschen nachweisen kann. Ich gebe nur zu erinnern, wir tragen mit uns herum
Herpes, Varicellen-Zoster, Zytomegalie-Viren, Rhinoviren, Adenoviren, alle möglichen Viren, auch Coronaviren, wie man jetzt gesehen hat. Also es gibt sehr viele asymptomatische Träger. Wieso hat man hier von Anfang an also eine Nachweismethode gewählt, die für die klinische Virologie völlig ungeeignet ist? Denn man hätte von Anfang an, wenn man eine Erkrankung bestimmen möchte, also den Auslöser einer Erkrankung, hätte man von Anfang an die Viruslast bestimmen müssen. Und auch da gibt es dann noch Probleme, die mit dieser Bestimmung verbunden wären. Das nächste, was mich in der öffentlichen Diskussion sehr, sehr stutzig gemacht hat, war die ganze Zeit die Darstellung eines Virus, welches also in der Lage ist, als Einzelnes da die Menschheit auszurotten, wo der Begriff Virus in der wissenschaftlichen Gesellschaft nicht eindeutig ausdiskutiert ist. Die Virologen, die damit Geld verdienen, das Virus als was Bösartiges darzustellen, die sehen es natürlich als Infektionsquelle. In der Molekularbiologie ist nicht ausdiskutiert, ob Viren nicht eigentlich extrazelluläre Vesikeln sind, also Bestandteile des Körpers oder jeder Zelle. Jede Zelle schnürt diese Exosomen ab. Die haben irrsinnige hohe Ähnlichkeit mit viraler DNA, RNA, auch die Hüllen. Dazu gibt es wahnsinnig viel Literatur. Und diese Exosomen sind eigentlich in der Zelle dafür verantwortlich, dass mikroevolutive Prozesse stattfinden. Das heißt, wenn eine Zelle das Exosom von einer anderen einbaut, dann kommt es in der Junk- oder Nonsens-DNA, die mehr als 80% des Körpers ausmacht, zu Verschiebungen, zu Punktmutationen und. Und das wird heute angenommen, dass das eigentlich die Evolution, mikroevolutive Prozesse ausmacht. Das heißt, ein Virus ist eigentlich, oder der Austausch von dieser Information, ich nenne es jetzt nicht mehr Virus, sondern Information, macht in seltenen Fällen krank. In den meisten Fällen dient es, dass wir uns entwickeln. Das würde auch dem Muster entsprechen, dass ja tagtäglich Menschen im Spital, teilweise neben hochinfektiösen Patienten, arbeiten, ohne speziellen Schutz und nicht krank werden. Das würde auch dem entsprechen, dass, wenn man also in der Mitte ist, wenn es einem gut geht, dass man weniger häufig erkrankt, als wenn man einen Menschen dauernd in die Stress versetzt. Ein weiterer Punkt, der von Anfang an in der öffentlichen Diskussion gefehlt hat oder der seitens der Virologen immer dargestellt wurde, wie wenn Erkrankungen etwas Monokausales wären. Wir wissen in der Medizin, dass man bei einem Kranken, der zum Beispiel an der Grippe erkrankt ist, viele verschiedene Viren nachweisen kann, manchmal auch Bakterien, bakterielle Superinfektionen. Das heißt, das Ganze ist immer polykausal. Und das alles jetzt zu reduzieren auf einen einzelnen Killervirus, das dient nicht sozusagen der Bevölkerung, sondern es hat eher den Anschein, es dient ein paar wenigen, die mit Impfungen und mit Medikationen ihr Geld verdienen. Der nächste Punkt war dann in der öffentlichen Diskussion, dass man immer wieder gesagt hat, man warte auf eine Impfung. Da möchte ich nur darauf hinweisen, wir haben es nicht geschafft, einen guten, evidenzbasierten Test zu entwerfen. Es gab in der öffentlichen Diskussion immer wieder die Bemerkungen, dass also der Test verändert wurde, dass er verändert werden musste. Und wir reden jetzt schon von Impfungen. Das heißt, das sind auch Dinge, wo sich jeder kritische Arzt einmal fragen muss, wie kann das sein, dass wir so schnell einen Impfstoff haben, wo wir doch auch bei den jetzigen Impfungen bei vielen wissen, dass, wenn man sie evidenzbasiert untersucht, dass ihre Wirksamkeit eigentlich nicht belegt ist. Das heißt, das ist auch ein Punkt in der öffentlichen Diskussion, der immer wieder seitens kritischer Kollegen oder seitens auch von mir oder von uns hier klargestellt wurde. Ein nächster Punkt waren von Anfang an die Referenzwerte. Man sprach immer von den Neuinfektionen. Und wenn ich eine Neuinfektionsrate bestimmen möchte, dann muss ich mich beziehen auf
bestehende Werte, auf Referenzwerte. Man hat aber noch nie Corona in diesem Ausmaß durchgetestet. Wir haben das nicht einmal mit Influenza gemacht in diesem Ausmaß. Das heißt, diese Neuinfektionen waren einfach nur die neuen getesteten Fälle, die mit einem nicht standardisierten Test dann plötzlich positiv getestet wurden. Also das entsprach aber keiner epidemiologischen Aus oder hatte keine Relevanz einer epidemiologischen Aussage. Ein weiterer Punkt, den wir auch seit Anfang an thematisieren und wo ich nicht diese Muster in meiner Standesvertretung oder in der Standesvertretung, die mich eigentlich vertreten sollte, abgebildet sehe. Man hat hier immer wieder Todeszahlen publiziert und wenn man versucht hat, sich die Obduktionen zu beschaffen, es war nicht möglich einzusehen, wie viele wurden obduziert, wurden überhaupt welche obduziert. Erst im Nachhinein jetzt wurde bekannt, dass eigentlich sehr, sehr wenig obduziert wurden. Und die, die man jetzt beginnt, vermehrt zu obduzieren, da merkt man, dass die eigentlich nicht wegen Corona, sondern mit Corona gestorben sind. Ein bekannter Pathologe in Hamburg hat dieses Zitat gefällt: An Corona ist noch keiner gestorben. Gut, dann auch die Verhältnismäßigkeit, die von Anfang an mir gefehlt hat, im Sinne, wir hatten in China ein paar Tote gemessen zu den Menschen, wie viel dort tagtäglich zum Beispiel an Grippe sterben. Diese Verhältnismäßigkeit konnte man dann auch später umlegen, Italien oder Rest Europas. Wir hatten 300.000 Tote, Grippetote pro halbes Jahr. Wenn ich das vergleiche mit den Corona-Toten, die ein paar Tausend waren, dann entsprach diese Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht den Aktionen, dass man also ein ganzes Land stilllegt, dass man Menschenrechte beschneidet, dass man die Wirtschaft kaputt macht. Gut, ein weiterer Punkt war dann auch noch, den wir auch von Anfang an immer thematisiert haben, dass es ja solche Pandemien unter Anführungszeichen schon gab. Ich erinnere an H5N1, die Vogelgrippe, an die Schweinegrippe. Da gibt es heute gute Dokumentationen, die sich das retrospektiv angesehen haben, wo die WHO sagte, vor 30.000 Grippetote pro Jahr. Und dann kam heraus, laut dem Bundesamt für Statistik, dass in dem Jahr, wo die Vogelgrippe wütete, 4 Menschen starben. Kann man sich in dieser Dokumentation H5N1 antwortet nicht oder Profiteure der Angst ansehen, sind sehr alte Dokumentationen, die also aufzeigen, dass diese Pandemien, die damals auch die gleichen Akteure propagiert haben, ein Herr Drosten, die WHO, die Robert-Koch-Institute, so nicht stattfanden. Zu guter Letzt auch ein Punkt, zu dem es auch ein Video gibt, weil am Anfang hat man sich bei diesen ganzen Hochrechnungen immer wieder auf die spanische Grippe bezogen. Jeder, der sich mit der spanischen Grippe ein bisschen auseinandersetzt, ich nenne in dem Video die ganzen Quellen, der kommt anhand der Muster zu dem Schluss, dass es sich um ein Impfdesaster handelte und nicht um ein Virus, das die Menschen dahin raffte. Ein Impfdesaster, wo man Impfversuche an Menschen machte, die halb verhungert waren, die ausgemergelt waren durch den Krieg. Es gab Hungersnöte, einseitige Nahrung, es gab lebensunwirkliche Bedingungen. Und das in Kombination mit einem entstehenden Impfsystem, Pasteur Koch, gaben sich damals wissenschaftliche und auch politische Fights. Dann fragt man sich, wie oder wenn wir uns nicht sicher sind heute, was die spanische Grippe damals war, wie können wir eigentlich auf Daten zurückgreifen, die eigentlich auch hier nicht ganz eindeutig vorliegen. Das ist also so mal der erste Teil. Das sind all die Punkte, die wir von Anfang an bemängeln. Wir konnten oder ich konnte diese Daten nie ordentlich erheben, weil der Zugang zu den Daten wahnsinnig erschwert wurde. Das alleine warf schon auch wiederum ein ungutes Gefühl auf, wenn eine Pandemie vorliegt und wenn also die Bevölkerung hier Gefahr läuft, dass es
zigtausende Tote gibt, dann würde ich mir eigentlich erwarten, oder dann wäre das normale Muster, dass man alles offenlegt, dass man die Menschen sehr transparent aufklärt, dass man versucht, ihnen diese Daten zukommen zu lassen, damit jeder für sich dann auch reagieren kann. Das ist so nicht erfolgt, sondern die Medien waren also voll von emotionalen Bildern, die Medien waren voll von Artikeln, von persönlichen Berichten, Einzelberichten. Und gerade in der Medizin wissen wir, dass solche Einzelberichte oder dass Emotionen eigentlich nichts verloren haben. Deswegen werden ja Studien placebo-kontrolliert, doppelblind, Multicenter durchgeführt, weil wir wissen, dass die Emotion oder der persönliche Zugang, die Analyse oder auch dann das Ergebnis der Studie wahnsinnig beeinflusst. So, nun jetzt zu den Bemerkungen des Ärztekammerpräsidenten gestern bei Servus TV. Da war das Erste, dass man also dieses Social Distancing, das muss bleiben, weil das also Wirkung zeigt, das entspricht nicht den Erkenntnissen. Das ist keine Erkenntnis, die evidenzbasiert ist. Es gibt sehr, sehr viele Erkenntnisse, dass also Menschen, wenn man sie in die Isolation treibt, wenn man sie für lange Zeit vom Tageslicht, also von der Sonne, nicht Tageslicht, von der Sonne, von frischer Luft, von sozialen Kontakten wegsperrt, einsperrt, dass sich das sehr, sehr negativ auf die Gesundheit auswirkt. Bezüglich diesen Infektionsmodi, bezüglich dieser Tröpfcheninfektion, auch das ist nicht ausdiskutiert, denn wie gesagt, wir erleben im Spital tagtäglich, wo Ärzte neben hochinfektiösen Menschen arbeiten und sich nicht infizieren. Ich erinnere nur, bis zur Entwicklung der Gummihandschuhe operierten Chirurgen ohne Handschuhe, das heißt, sie wühlten in den Gedärmen, in den Körpern, waren umgeben mit Blut und das war eigentlich kein Problem. Das heißt, diese ganzen Ansteckungsszenarien, die man da so von den Medien auch hört, die kann man unter einem ganz einem anderen Licht auch betrachten. Der zweite Punkt war, man sieht an den Zahlen, dass die Infektionen zurückgehen. Das heißt, da wurde so gesagt, dass also diese Maßnahmen sinnvoll waren. Da möchte ich mit Paul Watzlawick antworten. Wieso klatschst du? Ich halte die Elefanten fern. Aber das sind ja gar keine Elefanten. Ja, weil ich klatsche. Das ist eine Logik, die es gehen jedes Jahr die Zahlen bei der Grippe nach oben. Und jedes Jahr gehen die Zahlen bei der Grippe nach unten von ganz alleine. Wir können auch heute nicht sagen, bei diesen alljährlichen auftretenden Grippezyklen, welche Erreger sind das hauptsächlich, denn es wurden noch nie Menschen in einem wirklich großen Rahmen gemessen. Meistens, wenn jemand also mit grippalen Symptomen kommt, mit Fieber, mit Halsbeschwerden, viele gehen gar nicht zum Arzt, sondern die bleiben einmal zu Hause und tun das mit Essigbatscherln und dann Aspirin ausliegen. Und die zum Arzt gehen, die werden dann halt krankgeschrieben. Aber es werden auch hier nicht alle möglichen Tests gemacht und der Influenza-Schnelltest, dazu gibt es auch einige Publikationen, der hat auch seine Tücken und zeigt bei der kleinsten Mutationsveränderung beim Virus zeigt er negative Werte an. Also auch diese Schnelltests geben uns eigentlich keine epidemiologischen Rückschlüsse, wie die Dinge wirklich sind. Und deswegen kann man jetzt nicht argumentieren und sagen, dass diese Maßnahmen dazu geführt haben, dass also die Infektionen zurückgehen. Weil wir haben das jahrhundertelang ohne solcher Maßnahmen beobachtet und auch in dem Zusammenhang wären Länder zu nennen, wo zum Beispiel nicht so rigorose Ausgangsbeschränkungen gemacht wurden, wie zum Beispiel Schweden, Japan. Und da beobachtete man diese Neuinfektionsraten nicht. Im Gegenteil, dort, wo man sehr rigoros war, wie in Italien, Frankreich, dort beobachtete man also sehr hohe Infektionsraten. Des Weiteren hat gestern bei dieser Runde der Kollege Fiala auch ein Schiff erwähnt, wo es also bei 3.700 Leuten auf dem Schiff
nur 600 Infektionen gab und das auf einem Schiff geballt mit Klimaanlage mit. Von diesen 600 hatten 300 nur milde Beschwerden, 300 waren symptomlos und es gab nur 7 Todesfälle. Bei diesen Kreuzfahrtschiffen sind immer sehr, sehr alte Menschen. Aber es zeigt also auch das Muster von diesem Schiff zeigt, dass dieses Social Distancing und dieses Einsperren, dass das eigentlich sich nicht in den Mustern widerspiegelt. Dann wurde auch noch gestern gesprochen über die Grippe, die von uns ja definiert ist in der Ärzteschaft, diese Worthülse Grippe. Damit meint man den Erreger Influenza und die grippalen Symptome oder der banale Schnupfen, damit meint man alle anderen Erreger. Diese Unterscheidung, und das wissen wir spätestens seit diesen Grippeimpfungen, wo man gesehen hat, wir haben trotz Grippeimpfung jedes Jahr immer und immer wieder solche Grippewellen. Man müsste sich ja denken, dass wenn man jetzt gegen die Grippe impft, dass sich in der Epidemiologie etwas verändern müsste, das tut es nicht. Jedes Jahr aufs Neue, im Frühling und im Herbst, werden die Leute durch diese grippalen Syndrome oder Grippe, wie man das benennen will, dahingerafft. Man merkt, dass man häufig gegen einen Erreger impfen kann, den findet man dann vielleicht im Kollektiv nicht mehr so häufig, aber dafür kommen dann halt wieder andere Erreger. Man könnte also argumentieren oder die Muster weisen darauf hin, dass wir uns mit der Grippevirusimpfung jetzt Corona selber gezüchtet haben und Corona den Platz von Influenza einnimmt. Als vierten Punkt vom Ärztekammerpräsidenten oder als Argument, was da gebracht wurde, dass sich also die ganze Welt irrt und der Kollege Fierler als einziger die Weisheit sozusagen gepachtet hat. Nein, so ist das nicht, sondern es gibt erstens einmal die Geschichte und die Muster zeigen, dass sich immer die Massen irrten. Ich gebe nur zu bedenken, Galileo, und sie dreht sich doch. Aber wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. Kontinentaldrifttheorie, die Leute wurden belächelt, belacht. Die Geografen, wenn sie darauf hinwiesen, dass also sich die Kontinente verschieben. Und wer hatte recht? Die paar wenigen Nörgler. Ich gebe zu bedenken, ich in der Schule lernte noch, also vor Hubble lernte ich noch, wir sind die einzige Galaxie, wobei es da sehr viele Menschen gab, die nörgelten und aufmerksam machen, dass es also hier noch andere Galaxien gibt. Wer hatte recht? Wieder diese paar Nörgler. Das heißt, wie es scheint, ist es meistens so, dass sich die Massen irren. Deswegen würde ich das als Argument so jetzt nicht gelten lassen. Zumal Kollege Fierler ja mit seinen Analysen nicht alleine dasteht, sondern es finden sich zig Hunderte, Tausende Ärzte, die diese Meinung vertreten. Es gab auch in Italien schon Petitionsschreiben. Aber ja, wir haben Angst, denn wir sehen dann, was passiert am Kollegen Peer Eifler zum Beispiel, der dann dem angedroht wird, dass man ihm die Existenz entzieht, dass man ihn aus der Ärzteliste streicht. Also da wird ein massiver Druck ausgeübt auf den Kollegen in Italien, der also sehr früh in dieser Pandemiephase erzählt hat, dass sie in Italien keine besonderen neuen Zustände haben, sondern dass es heute Grippezeit ist wie jede andere. Das heißt, dieses Argument, dass also sich einer die Weisheit gepachtet hat, auch das kann man anders auslegen. Dann ein weiteres Argument war, dass das Gesundheitswesen nicht leidet, dass 90% der Ordinationen offen haben. Da müsste man einmal eine genaue Erhebung machen, denn mit den Kollegen, die ich kenne, mit denen ich rede, mein Kollege aus der Zahntechnik, der betreut noch andere Zahnärzte, 10 an der Zahl, die haben alle geschlossen, also alle in meinem Umfeld. Kann natürlich sein, dass ich in diesem Umfeld bin, wo die Leute jetzt geschlossen haben, nicht weil wir wollen, sondern weil wir wirtschaftlich dazu gezwungen wurden, weil einfach durch diese massive Panik, durch diese massive Verunsicherung der Patienten die Menschen nicht mehr in die Ordi kamen und so ein normaler Betrieb, ein
nicht aufrechterhalten werden konnte, ohne dass man hier nicht wirtschaftlich das ganze Unternehmen an die Wand fährt. Bezüglich der Toten in Italien, das war auch ein Punkt, der gestern besprochen wurde, wie man sich den erklären kann. Also ich habe hier die Punkte, die man da jetzt schon nachrecherchieren kann. Erstens einmal hatte Italien seit jeher immer sehr hohe Influenza-Tote jedes Jahr. Das ist darauf zurückzuführen, wie der Kollege gestern schon erwähnt hat, wegen der starken Luftverschmutzung, wegen der im Norden ansässigen Schwerindustrie, wegen der starken überalterten Bevölkerung. Also sind dort sehr viele Menschen sehr alt. Was sich auch herausgestellt hat, dass im Raum Bergamo und Cremona kurze Zeit vor Corona-Impfexzesse stattgefunden haben. Da wurden über 30.000 Menschen gegen Meningokokken, Pneumokokken geimpft. Wir wissen aus der Medizin, dass diese kurzzeitigen Impfungen, die dann vielleicht auch noch mit einer Infektion einhergehen, sich für das Immunsystem sehr, sehr schlecht auswirken. Gestern wurde noch erwähnt, die schlechte medizinische Versorgung. Das heißt, Italien hat die höchste Rate an Nosokomialinfektionen. Da gibt es Berichte von Italien, dass aufgrund Personalmangels die ersten Infizierten in Altersheime überliefert wurden, weil dort das Pflegepersonal vorhanden war. Es gibt seitens der Medizin, seitens der Ärzte, auch der italienischen Kollegen, gibt es mittlerweile Berichte, dass man die Menschen zu frühzeitig intubiert hat, weil die Erstversorgung hauptsächlich von Notärzten übernommen wurde und nicht von Pneumologen. Dadurch wurde ein ARDS-Syndrom hervorgerufen, ein akutes respiratorisches Distress-Syndrom. Also auch da gibt es Dinge, wieso es so viele Tote gab, dass hier Behandlungsfehler vorlagen, einfach aufgrund dieses Aktionismus, aufgrund dieser Panik. Die italienische Regierung hat auch dann zugestanden, das ist dann erst später herausgekommen, dass sie einfach falsch gerechnet haben. Sie haben einen jeden Patienten als Corona-Toten in die Statistik aufgenommen. Was in den Regionen Bergamo, Cremona auch noch war, also in dieser Region dort, seit Jahren kämpfen die dort mit Legionellen im Trinkwasser und haben dort immer wieder wiederkehrende schwere Lungenerkrankungen. Das heißt, da sind viele Komponenten zusammengekommen, die zum Beispiel die Situation jetzt in Italien erklären könnte. Ich sage nicht, dass es so ist. Dem müsste man dann gewissenhaft nachgehen. Da müsste man dann genaue statistische Erhebungen machen. Aber auch das ist in dieser Phase überhaupt nicht erfolgt, sondern es erfolgte vielmehr eine Angstmache durch bewegte Bilder, wieder durch eine mediale Berichterstattung, die nicht den Menschen im Fokus hatte, weil wenn ich jetzt mir überlege, was ist das Ziel in einer Pandemie, dann wäre doch das Ziel, dass ich die Menschen beruhige, dass ich ihnen die Angst nehme. Letzter und auch ein wichtiger Punkt, der mir ein bisschen aufgestoßen ist gestern, weil es kann natürlich sein, dass sich der Kollege hier versprochen hat, wie er gefragt wurde, glauben Sie, dass also diese Maßnahmen an Fakten, an Daten aufbauen, und seine Antwort, ich glaube schon, dass es faktenbasiert ist. Und das ist auch ein Punkt, also wenn man ein Land in den Stillstand schießt, wenn man hier Existenzen gefährdet, wenn man Unternehmen viele, viele hunderttausend Euros nimmt, dann glaube ich, sollte das nicht auf einem Glauben aufbauen, sondern auf Daten. Aber es kann sein, dass das ein Versprecher war. Diese Klarstellung erfolgt jetzt nicht, weil ich streiten will. Ich möchte mich auch nicht mit dem Kollegen Fiala solidarisieren, oder ich fühle mich auch nicht als irgendeine Gruppe oder Partei. Ich sage das für mich alleine, für Jaroslav Belski, dass ich also mit dieser Sichtweise, die der Ärztekammerpräsident hat, dass ich mich da distanzieren möchte aufgrund dieser Daten. Es kann sein, dass ich bei der Interpretation dieser Daten, dass mir da viele Informationen fehlen. Dann würde ich bitten, dass man diese Daten vielleicht nachreicht, weil es natürlich auch wichtig ist, dass wir alle Einblick haben, dass wir alle wissen, worum es geht. So wie sich das jetzt für mich darstellt, wenn ich das jetzt weiter spinne, dann hat hier
Ein Bill Gates, der also Alleinsponsor ist oder fast Alleinsponsor von der WHO, ihm gehören fast über 70% oder er ist Hauptsponsor der WHO, hat hier einen Mann in der WHO als Chef installiert, den Tedros Adhanom, gibt es auch ein Video zu ihm, der bei einem Genozid beteiligt war. Da gibt es viele Briefe von Hilfsorganisationen damals, als er Gesundheitsminister unter Mugabe in Äthiopien war. Über 2 Millionen Menschen sind dort verschwunden. Es gibt hier Gerichtsprozesse, es gibt hier Untersuchungen, auch der UNICEF, die zeigen konnte, dass in diesen Impfungen teilweise Sterilisationsmittel drinnen waren, HCG-Antikörper. Das heißt, viele Hinweise deuten darauf hin, wenn man sich auch die Aktienkäufe von Bill Gates ansieht, der also kurz bevor da die Pandemie seitens der WHO ausgesprochen wurde, massiv in Aktien investiert hat, teilweise in risikoreiche Papers. Selber hat er Unternehmen aufgekauft, die sich in Nanotechnologie, Nanochippen, Nanoimpfungen, die sich damit beschäftigen. Da gibt es auch Patente für in den verschiedenen Ländern. Bill Gates ist auch einer, der in den letzten Jahren immer wieder aufgetreten ist und sich für eine globale Regierung, für eine Zwangsimpfung für alle Menschen ausgesprochen hat. Auch dazu gibt es ein Video, wo wir all diese Dokumente und Daten bringen. Wie gesagt, vielleicht sind das auch falsche Dokumente, aber diese Dinge kann man also aus dem Internet teilweise, aus den klassischen Mainstream-Medien, aus Bildern, aus den entsprechenden Kongressen sich auch heruntersaugen. Es ist auch komisch, dass die ganze Corona-Pandemie ein paar Wochen vorher beim Event 201 durchgespielt wurde, wieder von Bill Gates organisiert. Da kann man sich auch die Videos, wir haben ein Video zu dem Thema gemacht, da kann man sich die Videos von der Homepage von Event 201 ansehen. Da wird also genau, da besprechen die Menschen genau, wie man die Welt in diesen Panikzustand versetzt, wie man das angeht an den Social Medien, wie man an den Regierungen vorbeimanövriert, damit man also nicht mit den einzelnen egomanischen Persönlichkeiten zu tun hat. Das wird dort alles besprochen, was dann umgesetzt wurde. Ich möchte hier nicht unterstellen, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass unsere Standesvertretung in diesem Rahmen da mitgespielt hat. Ich sage das immer wieder in den Videos. Ich bin mit dem österreichischen Gesundheitswesen sehr, sehr zufrieden. Und das ist sicherlich ein großer Verdienst der Kollegen, Kolleginnen, der Standesvertretung, der Politik, dass man da vieles erreicht hat. Das ist überhaupt nicht in Frage zu stellen im Ländervergleich. Aber, und das muss jetzt auch einmal gesagt werden, das, was hier jetzt abgezogen wurde, und diese massiven Einschnitte in unser Leben, das war auch besorgniserregend. Und genau das ist die Motivation für dieses Video. Ich will nicht streiten, ich will auch nicht irgendwo ins Fernsehen kommen, oder ich bin gestern von einem Herrn vom Standard angeschrieben worden, und ich habe dann ihn gebeten, dass er mir bitte keine E-Mails mehr schickt, weil ich hier nicht ein großes Tova-Bova will. Ich will einfach, dass wir das Leid beenden. Und das, was jetzt gerade passiert auf dieser Welt, dass das also in eine Richtung zu gehen scheint. Bargeldabschaffung, Zwangsimpfungen, ich erinnere an Dänemark, Beschneidung der Menschenrechte, das sind Entwicklungen, das ist nicht gut für die Menschheit, das ist nicht gut für eine Demokratie. Man darf nie vergessen, dass die Schritte, die wir heute einleiten, die werden dann auch Regierungen in 50, in 100 Jahren zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich mir heute anschaue, ein Unternehmen, Biochip, welches also in kleine Nanoimpfungen auslesen kann übers Internet, ob man geimpft ist, man kann Kryptowährungen dort mit Kryptowährungen bezahlen, man kann seine ganze digitale Identität auf diesen Chip speichern. Dann möchte ich nur zu bedenken geben, wie hätte die nationalsozialistische Bewegung ausgesehen,
hätten damals die Akteure schon solche Technologien zur Verfügung gehabt. Das ist etwas, das kann man sich gar nicht und will man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, das sind auch Entwicklungen, die sollte man immer sehr, sehr vorsichtig bedenken und überdenken, wenn wir mit Menschenrechten, wenn wir mit Grundrechten also sorglos umgehen. Denn nicht zu vergessen ist, dass diese Grundrechte von unseren Großvätern und deren Großvätern und blutigst erkämpft werden mussten. Und es kann nicht Ziel einer Pandemie sein, dass wir auf all das verzichten. Und die Daten zeigen eigentlich, dass es banaler ist als die letzte Grippewelle. Gut, ich hoffe, ich habe dieses Video so oder ich hoffe, ich habe diese Message in dem Video gut rüberbringen können, dass ich auf der einen Seite nicht mich dieser Meinung oder diesen Standpunkt meiner Standesvertretung anschließe. Das ist aber mein persönliches Statement. Ich will das aber auch nicht als Angriff sehen, sondern eher als konstruktiven Beitrag, damit wir beginnen, uns konstruktiv mit dieser Thematik zu beschäftigen und uns nicht in Lager spalten. Wir sind die Pandemie-Befürworter, wir sind die Pandemie-Gegner, sondern ich glaube, jeder von uns will wissen, wie es wirklich ist, damit wir dann für die Zukunft auch die richtigen Schritte setzen. Alles Liebe!